Niklas Wilson Sommer hier beim Warmmachen heute zum zweiten Mal in der Startformation. Das insgesamt 30. Drittligaspiel des 23-jährigen. Atmosphäre in Mannheim wie immer überragend. Patrick Löckner rotiert dreimal. Höger, Rossipal und eben Sommer ersetzen Donkor, Sagiri und Kostli. Zunächst aber die ganz in Rot spielenden Münchner. Ganz erfahrene Truppe. Das war Moritz Kuhn, Königsmann, aber ohne Probleme. Mannheim ist nach 10 Minuten drin in der Partie. Stark gespielt von Sommer, Le Beau und Martinovic. Schwer zu verarbeiten. Flaches Zuspiel auf Martinovic wäre wohl zielführender gewesen. Zähe Phase Mitte der ersten Hälfte. Viele Ballverluste von beiden Mannschaften, wenig Zusammenhängendes. Aufbauspiel von Mannheim, fast immer über Jesper Verlat mit der blonden Mähne. Türkgücü steht gut, defensiv, sehr effektives 4-3-3. Nochmal Neuaufbau, diesmal über Segert. Jesper Verlat. Das ist wieder Sommer. Flanke ist gut im Zentrum. Martinovic und Schnatterer. Vollatte Münchner Tor, muss zupacken und Schnatterer verletzt sich hier, fällt unglücklich auf die linke Hand. Hier sehen wir es, Mittelfinger, sieht gar nicht gut aus. Aber Zeigefinger und Mittelfinger werden zusammen getaped. Weiter geht's mit Marc Schnatterer. Wieder der SV Waldhof. Klar dominant jetzt. Martinovic. Martinovic. Aber da fehlt die Übersicht und die Präzision. Türkgücü wie festgenagelt in der eigenen Hälfte. Waldhof Mannheim presst hoch und presst erfolgreich. Die Münchner beeindruckt. Nächste Chance nach Zuspiel von Martinovic für Le Beau. Mannheim hat die Chancen, aber es steht weiter 0:0. Der 22-jährige Franzose Le Beau, sehr agil, mal auf dem Flügel, mal im Zentrum, aber noch ohne Torerfolg in dieser Saison. Verlat. Ballverlust jetzt mal von Mannheim. Erste Entlastung für Türkgücü seit langer, langer Zeit. Frenetzi setzt zum Tanz an. Aber das Ganze dauert nicht lang. Dann hat Waldhof wieder die Kugel. Nächster Anlauf Türkgücü. Mavrai. Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Münchner. Da haben wir ihn, den Kapitän. Und das ist Türpitz mit dem Abschluss, aber keine Probleme für Königsmann. Danach ist Halbzeit 0:0. Anfangsphase des Spiels geht an die Münchner, aber nach 20 Minuten ein klares Übergewicht vom SV Waldhof Mannheim. Die zweite Hälfte beginnt mit einem Einwurf für den SV Waldhof Mannheim, Marc Schnatterer. Türkgücü München direkt wieder gewaltig unter Druck und die Roten kriegen die Kugel nicht aus der Gefahrenzone. Dann fasst sich Boyamba ein Herz. Boyamba, Marc Schnatterer! Rieder blockt das Ding von Schnatterer. Das wäre sonst super gefährlich geworden für Vollert im Tor der Münchner.
Türkücü meldet sich im zweiten Durchgang ebenfalls an. Das ist wieder Frenetzi mit 3 Toren bislang in dieser Saison. Treffer Nummer 4 muss noch etwas warten. Königsmann sicher. Spiel nimmt an Tempo zu. Schnatterer. Doppelpass. Mark Schnatterer kommt wieder an den Ball. Ist spritzig, ist schnell und mittlerweile unverzichtbar in Mannheim. Türkücü aber fängt diesen Versuch ab. Und das ist Segert. Super Tackling, super Technik. Und der nächste Anlauf des SV Waldhof Mannheim. Es geht jetzt hin und her. Unterhaltsames Fußballspiel. Was fehlt, sind nur die Tore. Boyamba. Auch der wird wieder gestoppt. Aber sofort der SV Waldhof im Gegenpressing. Marc Schnatterer, Vollert im Tor von Türkücü. Marc Schnatterer, der Sprinter. Und Segert, der Kapitän als Edeltechniker. Freistoß nach einer Stunde für den SV Waldhof. Schnatterer. Segert! Vollert! Super Parade. Heiße, heiße Phase in Mannheim. Eckball für den SV Waldhof Mannheim. Eckball natürlich getreten von Marc Schnatterer. Schnatterer. Martinovic! Jetzt ist die Kugel im Netz. Jetzt ist das Tor da. Das 1-0 durch Martinovic. Der dritte Saisontreffer für Martinovic. Die Führung mehr als verdient. Das Tor ist etwas glücklich vom eingewechselten Knöll. Prallt der Ball zu Martinovic und dann 2 Tunnel. Und das Ding ist drin. Der SV Waldhof belohnt sich für den engagierten Auftritt. Und Mannheim ist jetzt on fire. Ball kommt zu Martinovic. Martinovic, Boyamba völlig frei. Boom, 2-0. Minute. Nur 6 Minuten nach dem ersten Treffer macht Boyamba Tor Nummer 2. Partystimmung in Mannheim. Türkücü komplett aufgerückt. Leichtes Spiel deshalb für Martinovic und für Boyamba. Das Ding ist durch, aber Waldhof will noch mehr. Rossipal zieht einfach ab, Vollert und Le Beau legt den Ball ins lange Eck. 3-0 Waldhof. Adrien Le Beau. Bad Le Beau. Alles ist vorbereitet. Sein erstes Saisontor. Und das muss natürlich gefeiert werden. Rauf die Maske und Bad Le Beau mit dem Schlussgong. Mit 3-0 gewinnt der SV Waldhof Mannheim gegen vor allem im zweiten Durchgang enttäuschende Münchner. Hitzespiel. Ich nenne sie mal liebevoll der Backofen von Mannheim hier. Ne? Ja, war ein Geduldsspiel, muss man sagen. Also Türkücü ist ja jetzt auch keine schlechte Mannschaft. Wir haben sie aber trotzdem in der Defensive kontrolliert und haben da bis auf den ein, zwei Distanzschüsse haben wir da eigentlich nichts zugelassen. Das war die Hauptprämisse, dass sie nicht hinterherlaufen mussten im Rückstand. Und hinten raus haben wir es dann maximal effektiv gespielt. Und jetzt knistert es am nächsten Wochenende auf dem Betzenberg. Wie heiß sind sie darauf?
Ja, jetzt mit den Fans auch nochmal geil, haben uns nochmal drauf angepeitscht. Jetzt heißt es erstmal noch feiern, dann gut auskodieren und dann ist natürlich voller Fokus aufs Derby. Wir wissen, was der Stadt und den Fans bedeutet. Mannheim hat Geduld bewiesen gegen Türkgücü München und wurde belohnt und freut sich jetzt schon auf Kaiserslautern am nächsten Samstag.